Ich bin in Berlin angekommen mit viel Selbstbewusstsein, Kraft, was Neues aufzubauen, mein Leben neu zu gestalten, etwas Neues in die Stadt reinzubringen und mit viel Erwartung. Einige seiner Wünsche gehen in Erfüllung. Seit 2013 ist Yosuke Sumida Küchenchef im Restaurant Kokolo Ramen in Kreuzberg, wo japanisch gekocht wird. Yosuke Sumida kommt 1976 in der japanischen Stadt Yokohama zur Welt. 6 Jahre später zieht seine Familie mit ihm nach München. Als Jugendlicher kehrt Yosuke Sumida in seine Heimat zurück. Er studiert internationale Beziehungen. Und zieht nach dem Studium erneut nach Deutschland, diesmal nach Berlin. Hier arbeitet er zuerst in einem Reisebüro, bevor er seine Leidenschaft für das Kochen zum Beruf macht. Ich habe als kleines Kind sehr gerne meiner Großmutter zugeguckt, wie sie den ganzen Tag in der Küche für die Familie gekocht hat. Und die Küche war für mich im Haus meiner Großmutter mein Lieblingsort. Es war immer jemand da, man konnte sich immer unterhalten, es gab immer was zu sehen und daher kommt es, glaube ich. Im Kokolo-Ramen, was so viel bedeutet wie von Herzen zubereitete Nudeln, dreht sich alles um traditionelle Ramensuppen. Ramen sind japanische Nudeln, die im Restaurant selbst hergestellt werden. Die Nudelmaschine hat Yosuke Sumida aus Japan importiert. Jede Suppe bekommt ein sogenanntes Topping. 6 Varianten werden im Kokolo Ramen serviert. Die Herausforderung beim Nudelmachen ist, dass je nach Temperatur, je nach Luftfeuchtigkeit, die Menge von Mehl bzw. auch von Wasser geändert werden muss, um einfach die besten Nudeln herzustellen. Die perfekten Nudeln sind, wenn sie eine bestimmte Menge von der Suppe aufnehmen, aber immer noch bissfest sind. Ramen heißen in Japan sowohl die Nudeln als auch die Nudelsuppen. Basis für jede Ramensuppe ist eine Fleischbrühe. Diese sollte mindestens 3 Stunden köcheln, um den vollen Geschmack zu entfalten. Die Tantan-Ramensuppe ist eine Kreation des Kokolo-Ramen. Dazu gehört der Schweinebauch, der in einer Sake-Sojasauce mariniert wird. Er muss ebenfalls einige Stunden köcheln. Der Schweinebauch wird als Topping mit scharf angebratenem Hackfleisch kombiniert. Für das Hackfleisch eignen sich Rind-, Schweine- oder Hühnerfleisch. Ramensuppen gehören in Japan zur Alltagskultur. Im 19. Jahrhundert öffnete in der Hafenstadt Yokohama das erste Ramen-Restaurant. Inzwischen werden die Gerichte sowohl in kleinen Imbissen als auch in feinen Restaurants angeboten. Doch eigentlich kommen die Nudeln nicht aus Japan. Die Ramen kommen ursprünglich aus China. Verbreitet in Japan wurde es nach dem Zweiten Weltkrieg. War ein einfaches Essen, was man zwischendurch gegessen hat. Früher gab es nur Standardsuppen mit ganz normalen Toppings oben drauf. Jetzt versucht jeder Laden ein bisschen anders rauszukommen mit Fisch und mit Fleisch und mit Garnelen. Und auch in Japan hat man einfach gemerkt, dass man aus einer einfachen Nudelsuppe viel, viel mehr machen kann als bisher. 2013 öffnete das Kokolo Ramen im Stadtteil Kreuzberg. Es liegt direkt am Landwehrkanal. Gegenüber am Maybachufer findet 2-mal wöchentlich ein türkischer Markt statt. Lange Tische und Sitzbänke gehören zum Konzept des Restaurants. Familiär und gesellig soll es sein. Die Grafikdrucke von Gullideckeln aus Japan sind Unikate.
Genau wie die Tonschalen, die für das Kokolo-Ramen getöpfert wurden. Im Restaurant kann man keinen Tisch reservieren. Aber trotz des großen Andrangs, niemand wartet länger als 15 Minuten. Dafür wird gesorgt. Heute habe ich Tantan-Men gemacht. Bitte, essen Sie.